Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Autopark Nahne, Ihr Peugeot-Partner in Osnabrück. Ständig riesige Auswahl an Neu-, Jung- und Gebrauchtwagen. Wir sind immer in der Lage, auch gerade zu Hause uns Chancen herauszuspielen. Wenn wir Entschlossenheit und das Ganze zielgerichteter angehen und mehr Qualität in Abschluss bringen, ja, dann kann es auch mal passieren, dass wir 4 Tore zu Hause schießen. Das haben wir auch schon mal geschafft. Aber da gilt es natürlich auch, die Möglichkeiten, die da sind, dass man sich halt auch verwertet. Ich denke, dass wir genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben, mit der Mentalität, die wir auf den Platz gebracht haben, selbst nach Rückständen halt wiederzukommen, ins Spiel zurückzufinden. Was natürlich besser wäre, wenn man gar nicht erst in Rückstand gerät und so seine Torchancen kreiert und ja, letztendlich die dann auch nutzt, um das Spiel dann erfolgreich zu gestalten und die 3 Punkte hier zu bleiben. Wir brauchen alle 11, die gegen den Ball arbeiten und vielleicht mit etwas mehr Verantwortung jetzt am kommenden Samstag, dass man vielleicht auch da sehr sensibel ist und weiß, welche Qualität Unterhaching in der Offensive hat mit dem besten Torjäger und mit dem besten Torvorbereiter. Desto eher wir auch wieder in Ballbesitz kommen, desto seltener hat der Gegner Möglichkeiten, auch Tore zu erzielen. Das ist unser Ziel und entsprechend wollen wir sehr offensiv das auch wieder angehen, wie die letzten Wochen auch. Für ihn persönlich ist es schön, dass er viele Tore gemacht hat, was mich jetzt wiederum nicht sonderlich interessiert, weil ich nicht derjenige bin, der dadurch glänzen möchte, irgendwo vorne in der Torjägerliste zu stehen. Ist mir einfach nicht wichtig. Ich hoffe, dass wir einfach mit der Mannschaft Erfolg haben und das wäre für mich persönlich viel, viel wichtiger. Für eine Mannschaft, die gerade hochgekommen ist, spielen sie eine überragende Saison. Ich hatte jetzt noch keine Mannschaft aus dem ersten Drittel, die vielleicht nicht die Qualität von Magdeburg und Paderborn hatte. Und entsprechend freuen wir uns auf einen wirklich guten Gegner und schauen dann, wie es weitergeht am Samstag. Es ist ein Heimspiel und dementsprechend bleiben die Punkte hier. Volle Kraft voraus. Also wir wollen gewinnen, wir wollen unsere Heimspiele weiterhin positiv gestalten wie die letzten Wochen. Wir hoffen, dass die Zuschauer wiederkommen, die in den letzten beiden Spielen da waren. Das haben wir ordentlich gemacht, glaube ich. Und wir wollen jetzt noch ein bisschen mehr zurückgeben, weil wir auswärts vielleicht noch nicht dem einen oder anderen Fan das geben konnten. Und damit fangen wir Samstag an und wir wollen im besten Fall 3 Punkte und das gegen Karlsruhe dann fortführen.